Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade wieder im Segelschiff von Team Plasma. So, wir sehen jetzt ein drittes Mal. Aber dieses Mal kommen wir noch weiter rein. Und jo, wir haben hier schon einige Gegner besiegt. Und wir machen natürlich hier weiter. Alle sind momentan auf Level 48. Luke ist vorne. Er bleibt auch mal vorne, weil wir gerade Luke trainieren wollen. Weil ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern, bis er sich entwickelt. Hier ist der nächste Team Plasma Rüpel. Wir kämpfen natürlich gleich hier weiter. Und ja, ich habe mega dolle Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und ja. Eigentlich habe ich gerade auch so gedacht, ja, könnte ich jetzt hier noch eine Aufnahme machen, aber wollte mich erstmal dagegen entscheiden. Aber ja, letztendlich habe ich mich doch dafür entschieden, aus dem Grund, weil ich mega dolle Bock habe. Eigentlich, ja, wäre jetzt schon die Zeit gekommen, wo ich ins Bett gehe, weil ich morgen wieder früh wegen Schule raus muss. Aber ich muss morgen nicht ganz so früh raus. Daher kann ich hier ruhig nochmal eine Aufnahme machen. Ich habe heute kein Pokémon aufgenommen, da ich heute eher und gestern auch noch ein neues Let's Play angefangen habe, was für euch schon längst rauskam, wahrscheinlich auch schon beendet ist. Und zwar Inside, der Nachfolger von Limbo. Mega geiles Spiel. Macht mir auf jeden Fall bisher sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe mal, ihr habt auch daran dann Spaß. Für mich kam das Let's Play halt noch nicht raus, daher, ja, weiß ich nicht, wie das bei euch ankam. Aber ich hoffe mal, doch ganz schön gut. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein mega geiles Spiel. Ist ja auch kein langes Let's Play dann, denke ich mal. Und jo, so viel zwischendurch. Ich bin ja sowieso mit den Videos. Ich bin ja zurück zum Let's Playen wiedergekommen mit Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Jetzt gleich direkt Pokémon, als ich Mario und Luigi fertig aufgenommen habe. Jetzt nebenbei noch ein anderes Spiel. Also ich bin ja wieder zurück. Es gab ja wirklich eine Zeit lang, wo man mich auf YouTube kaum gesehen hat. Aber ich bin wieder da, Leute! Ja, und auch hier zwei Items. Einerseits ein Top-Beleber, mega geil. Und ein Top-Elixier, hatten wir bisher noch nie gesehen. Halt alle AP von allen Attacken eines Pokémons. Mega geil. So, hier sind lauter Pfeile auch auf dem Boden eingezeichnet. Ach, wir kommen hier gar nicht durch. Hier ist noch ein Typ, den wir schon besiegt haben, oder wie? Ah, nee. Ich weiß nicht, warum er mich nicht angegriffen hat. Auf jeden Fall dachte er sich so, nee, greife ich nicht an. Nee, 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 nee. Hab eher Angst davor. Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Und Rattitox. Ja komm, den schafft Luke auf jeden Fall. Beim vorherigen Gegner musste ich leider zu René wechseln, weil mir der Gegner mit seinem Bodentyp eigentlich komplett überlegen war. Zwar treffen uns Bodenattacken nicht, aber dennoch können wir ja leider keine Elektroattacken einsetzen. So Sengo, da müssen wir trotzdem vorsichtig sein, der hat sehr starke normale Attacken. Naja. Es kommt Kreuzschere, ist eine Käferattacke, kein Step drauf. Bedeutet, macht nicht so viel Schaden, aber wenn gleich eine normale Attacke kommt, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und er hat mit ein paar KP überlebt. Aber er macht wieder Kreuzschere, war ein bisschen dumm von ihm. Gut, Luke hat es geschafft. Schlitzer oder so wäre viel, viel schlimmer gewesen, da wäre Luke eventuell sogar down gegangen. Weiß ich nicht. Was zählt ist, dass der Gegner hier down ist. Ja, das hast du ja echt für die... Lol. Plasma-Karte? Der Plasma-Karte, kannst du das Passwort eingeben. Ab hier musst du allein klarkommen. Hä? War das dein ehemaliges Teammitglied? Was sich einfach nur an der Cover hier versteckt hat, sozusagen? Das kann ich mir gut vorstellen, weil welcher Rümpel gibt uns hier einfach mal das Passwort? Ich hatte ja wirklich so tolle Angst gehabt. Wir haben ja gerade schon gesagt, ja, der hat wahrscheinlich Angst. Der hatte wohl wirklich Angst. So, wir gehen mal hier rüber. Jetzt setze ich hier nach rechts und dann kann ich hier wieder weitermachen zum nächsten Rüpel. Vielleicht auch deswegen hat er uns auch nicht gleich angegriffen, weil er uns natürlich nicht dementsprechend schaden wollte. Ja, wie dem auch sei, wir haben jetzt hier so eine Team Plasma Karte, was ich allerdings nicht weiß, wo man die einsetzen soll. Ich habe den letzten Part auch erst gestern aufgenommen, bedeutet mein Gedächtnis ist nicht das Beste, bedeutet auch ein Tag Pause kann ja viel bewirken. So, oh, okay, okay. Zurückgeschreckt, das finde ich eher nicht so schön. Kommt nochmal Donnerblitz. Die Wette müssen wir aber gleich wechseln. Wenn Luke nochmal zurückschreckt. Aber er schreckt nicht nochmal zurück.
Aber es wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Nee, leider nicht. Schade, weil es sehr, sehr knapp war und ich wollte nicht fliehen, ich wollte wechseln zu Nico. Nico kann ja doch noch was machen. Könnte Finn zum Beispiel auch. Ah, gibt mehr Möglichkeiten. Oh, er hätte Agilität eingesetzt. Das ist natürlich jetzt bitter. Hätten wir es natürlich mit Luke geschafft, aber konnte ich nicht wissen. Ah, stimmt. Käfer ist natürlich auf Psycho sehr effektiv. Vielleicht hätte ich dann doch lieber zu Finn wechseln sollen. Dumm von mir, aber naja. Vom Luke Level 49. Ja, wunderbar. Level 49 für ihn. Säurespeier. Ist das eine Giftattacke zufällig? Ja. Anwender greift an, indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit. Senkt dessen Spezialverteidigung stark. Das ist an sich eigentlich ganz geil. Kommt statt Funkensprung rein. Und dann haben wir endlich auch mal eine Giftattacke. Aber hätte ich nicht damit gerechnet, dass Luke eine Giftattacke erlernen wird. So, leider. Das Passwort? Gib da ein, was du willst. Ich mag übrigens Darm-Pokémon sehr gern. So, wir laufen nochmal kurz zum Arzt zurück. Der heilt ja unsere Pokémon. Was soll ich jetzt hier? Ein paar Supertränke einsetzen. Ist dann nicht vonnöten, sozusagen. So, allerdings gibt es hier noch ein paar andere Leute, die ich natürlich auch nochmal gerne besiegen würde. Zum Beispiel dich hier. Ich lasse keinen Trainer aus, weil es halt einfach wichtige Erfahrungspunkte sind. Wir sind momentan auf dem aktuellen Status, dass wir wieder ein, zwei Level höher sind als die Gegner. Hier zum Beispiel ein Gegner jetzt, mal sehen, wie hoch der ist. Auf Level 47. Und ja, der ist so gesehen jetzt zwei Level höher als Luke und ein Level höher als die restlichen Teammitglieder. Das passt doch. So, Unlicht. Unlicht, glaube nur. Na gut, dann machen wir einfach mal Donnerblitz. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Ich bin jetzt nicht so sicher, wie viel Schaden das machen wird. Hälfte des der KP, das reicht. Das reicht. Allerdings senkt sich die Initiative, bedeutet, wir greifen wahrscheinlich nicht als erstes an. Tun wir auch nicht. Knirscher wird eingesetzt und setzt. Zieht fast die Hälfte der KP ab. Allerdings könnte es sein, dass er noch überlebt, aber tut es aber nicht. Was ich sehr, sehr gut finde. So, perfektes Training immer noch weiter. Als. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Feuer-Pokémon. Ich bin gespannt, wie weit du es schaffen wirst. Feuer-Pokémon? Was labert der? So, hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Da müssen wir wohl noch woanders hin. Und wir von dort aus weiter auch nicht. Gehen wir nochmal kurz hoch. Und vielleicht mal hier rechts rüber. Vielleicht haben wir hier nochmal da noch einen Trainer. Aber vorher nochmal eine Heilung. Sind nur ein paar Sekunden, die ich mir gerne nehme, wenn ich sowieso hier vorbeigehe. Da rechts ist noch ein Item, das nehme ich mir. Ein Machtband. Könnte sein, dass es Kampfattacken verstärkt. Okay. Dann hier rechts. Okay, dann kommen wir zum nächsten Trainer. Besiegen wir den und dann sollten wir so langsam hier durch sein, oder? Ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ein Pokémon, ein Pyondragi. Ich glaube vom Typ Bodengift kann das sein oder nur Gift. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Deswegen wechsle ich aus. Zu Nico oder zu wen wechsle ich? Wir wechseln mal Michelle ein. Da kann sie mit einer Bodenattacke auch noch ordentlich was ausrichten. Giftspitzen, gut, dass wir zuerst gewechselt haben. Nichts mit Lukas probiert haben. So, Erdkräfte. Das sollte das Pyondragi auf jeden Fall besiegen. Der Gegner hat wieder ein Pokémon auf Level 47. Ah. Ich finde das richtig gut, dass wir endlich mal wieder Level oder so höher sind. Das war ja zwischenzeitlich extremst. Hat mir ja hier und da Probleme. Du bist stark, deswegen gebe ich dir einen Hinweis zum Pokémon. Wie ist noch gleich dieses weiße Darm-Pokémon? Ja. Es gibt so viele Tipps hier, aber. Hier geht es aber jetzt auch nicht weiter. Hier rechts? Nee. Moment mal.
von der Mitte aus kommt, geht's jetzt auch weiter, oder? Von hier so lang geht? Ah, okay, hier geht's. Hier braucht man wahrscheinlich das Passwort, oder? Ja. So, Türen. Ich weiß nicht, ob Groß- und Kleinschreibung zählt. Upsala. Ich hoffe mal, es ist richtig geschrieben. Sollte aber. Hä? Habe ich das falsch geschrieben? Oder muss das groß geschrieben sein? Das kann natürlich sein. Wäre ein bisschen doof. Türen. E-N. Ich schau mal kurz auf PokeWiki. Nicht, dass ich das jetzt hier falsch natürlich eingebe, das wäre richtig dumm von mir. Dann. Türen. Ist wirklich falsch. Wird ein Q. Ah, okay, da fehlt noch ein U. Da fehlt noch ein U. Ich dachte, das Y reicht aus für den U-Laut. Hä? Wieder große Schreiber? Moment mal, selbst hier. Nee. Türen. Ist richtig. Nochmal in Großschreibung. Falls es wirklich drauf ankommt. So. Nee. Hä? Hier ist noch ein Trainer, lol. Na gut, dann werden wir den kurz noch besiegen. Oder nein, warte, warte. Ich habe hier gerade was durchgelesen. Das weiße Pokémon, das war ja nicht Kyurem, das war ja Zekrom, glaube ich, oder? Ach, sorry dafür, aber ich kenne mich halt nicht ganz so gut mit den Legis der fünften Generation aus. Naja, verwechsel ich hier und da dann doch nochmal was. Champion, ja, komm, genug der Schaste. Ein relativ easy Gegner für dich. Das war keine sehr effektiven Attacken, aber okay. Ist Elektro jetzt nicht so sehr effektiv. Na egal, nochmal Donnerblitz und das ist weg. Dann war es Zekrom. Probieren wir gleich nach dem Kampf hier aus. Hat der noch ein Pokémon? Ja, ein Golbat. Ah, oh, komm, Luke, das ist doch dein Gegner. Und hier die neue Giftattacke ist zwar nicht ganz so stark, aber die können wir sehr gut verwenden, wenn wir die Spezialverteidigung des Gegners senken wollen. Und machen außerdem dann noch Schaden, von daher. Und das ist voll geil eigentlich. So. Hier kommt das, der Hinweis für das Passwort. Der Name eines Dingers. Ja, haben wir ja. Wir probieren jetzt mal Zekrom. Wo ist denn hier? Da. Zekrom. Auch nicht? Und jetzt der Reshiram? Gibt es hier auch noch? Also da muss ich nochmal kurz auf PokeWiki schauen, wie das geschrieben wird. Reshiram. Ah, das war Reshiram. War der das Weiße? Guck mal hier. Ja, das war das Weiße. Ah, okay. Gut, muss ich jetzt nicht ganz so. Jetzt ist die Frage, sind da hinten alle Gegner besiegt? Wir hätten ja auch schon durchgehen können. Aber ich hoffe mal ja. Oh Moment, na, jetzt kommen wir hier nicht mehr zurück, natürlich. Warte, wir gehen nochmal kurz. Hier hin.
Moment mal, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Na toll, da habe ich mir jetzt ein kleines Eigentor, glaube ich, gemacht. Was sein? Komm, heilen wir nochmal unsere Pokémon kurz. Dann schauen wir nochmal ganz genau nach. Ich möchte auch nochmal kurz schauen, ob hier die Trainer da hinten besiegt wurden. Aber da kommen wir sowieso jetzt nicht hin. So, dann kommen wir mal hier. Geht's hier hin? Genau. Und hier hoch. Wunderbar. Gut, jetzt geht's hier weiter. Hier ist noch ein Teleporter. Ich weiß nicht, wohin der uns führt. Den habe ich auch noch gar nicht betätigt. Ach lol, hier kommen wir wieder zum Schiff hoch. Aber nee, müssen wir jetzt hier den ganzen Weg nochmal gehen? Nee, müssen wir nicht. Anscheinend waren wir hier schon... Ach, wir sind jetzt bei Rashram, glaube. Du kannst diesen Apparat nicht zerstören. Das bedeutet, es wird dir nicht gelingen, Kyurem daraus zu befreien. Es ist doch Kyurem, okay. Da war ich jetzt wohl komplett verwirrt. Trotz meiner Worte willst du nicht aufgeben? Dann werde ich so nett sein und dem Ganzen ein Ende bereiten. Kämpfen wir gegen Viola Zeus? Ja, sehr schön. Ein schöner Kampf gegen den Boss wahrscheinlich. Wieder Friomentri? Ja, war natürlich klar. Da müssen wir aufpassen. Ihr seid sehr, sehr stark. Jedenfalls hat er uns immer viel Schaden gemacht auf Level 49. Selbes Level wie Finn. Wie Luke meinte ich. Wechsel zu Finn rüber. Genau. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier Finn nicht vereist wird, wie jetzt schon öfters der Fall war. War eigentlich, ich glaube, fast immer so. Jetzt kommt erstmal Konfu-Strahl. Okay. Kann alles bedeuten. Kann uns natürlich den Gar ausmachen, kann aber uns auch gar nicht jucken. Er setzt Reflektor ein. Gut. Kann er ruhig machen. Wir greifen ihn speziell an. Und wir greifen auch wirklich an. Wunderbar. Sehr schön, Finn. War klar, dass es nicht ausreicht. Egal. Nochmal Hitzewelle. Jetzt kommt der Eisstrahl. Bin ich sehr gespannt. Erstens, wie viel Schaden das macht. Nicht ganz so viel. Gut. Und wir sind nicht vereist. Und wir greifen wieder an. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, Finn. Snibunda kommt jetzt. Da wechsle ich rüber zu René. Hat ja auf jeden Fall einen Unlichttyp. Daher kann sich René sein dieses Level hier gönnen. Fußkick! Okay, er greift als erstes mit Schlitz ein. Das macht natürlich nicht so viel Schaden. Wegen dem Stahltyp sind normale Attacken nicht sehr effektiv. So, fast besiegt. Noch ein Fußkick hinterher. Ja, mach ruhig Schlitzer. Auch wenn es ein Volltreffer wird, ist nicht so schlimm. Weil Schlitzer ja eine hohe Volltrefferquote hat. So. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Friomentri, weil das war sein Standardteam. Seine hat das geändert. Aber klar. Gut, dann wieder rüber zu Finn. Jetzt ist ja Finn nicht verwirrt. Wir können ja direkt jetzt zu Finn wechseln. Was ich sehr, sehr schön finde. Hitzewelle! Okay, jetzt. Das Friomentri ist jetzt klüger als das vorherige, weil es Lichtschild einsetzt. Und wehrt sogar die Attacke ab. Reflektor lässt nach. Stimmt, Reflektor war ja auch noch. Und jetzt macht er Konfu-Strahl. Das war schlau von ihm. Wir haben leider keine physische Feuerattacke. Wir greifen uns selber an. Okay, macht nicht so viel Schaden. Komm, weiter probieren. Er setzt Eisstrahl ein. Das macht sehr, sehr viel Schaden. Okay, sehr schön, Finn. Allerdings braucht Finn gleich eine Heilung. Oh, Lichtschild zeigt sich extremst. AP-AP-Erholung. Ruhig einen Hyperdrang. Und eine komplette Heilung. Ja, war klar, dass nochmal Eisstrahl eingesetzt wird. Wo ich so ein bisschen Angst habe, dass Finn einfriert. Ist zwar nur eine geringe Chance, aber diese Shop oder diese Situation gab es jetzt schon mehrmals. Ach man. Ah ne, Leute, ich wechsle. Frage ist, zu wen wechsle ich? Wieder zu René? Oder zu wen? Michelle kommt nicht in Frage. Ja, René, komm du. Ich weiß nicht, was ist denn noch gegen Eis sehr effektiv? Ist Kampf sehr effektiv? Weiß ich jetzt gar nicht.
Könnte sogar sein, könnte ich mir am ehesten auch noch vorstellen. Er setzt. Was setzt er ein? Lichtschild wieder? Ja. Gut, wir greifen eh viel sich mit trainieren. Ja, okay, Kampf war auch noch sehr effektiv. Ihm zu überlegt, Feuer auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn. Und dann halt noch Kampf. Ich wurde erneut geschlagen. Ah, dem Plasma wird zuletzt lachen. Okay, was jetzt soll ich jetzt hier machen? Das sind noch ein paar. Das ist noch ein Rümpel. Mit dem Apparat wird das Energiesystem des Schiffes kontrolliert. Der Apparat scheint die Temperatur im Schiff zu kontrollieren. Immer der Ruf von Kyron. Arme. So, ach, Luke hat eh noch volle KP, falls wir gegen den jetzt hier kämpfen müssen. Und wenn du weitergehen willst, muss ich auf das andere Teleportfeld stellen. Dann aber es aber ziemlich fertig sein. Okay. Warum fertig sein? Akomas! Die haben wir schon öfters gesehen und bisher war mir der immer sehr, sehr suspekt. Willkommen. Ein Bekannter von mir hat mich gebeten, ihm bei seiner Forschung zu helfen. Mein Wunsch ist es, den Pokémon alle ihre Kräfte zu entlocken. Um das zu erreichen, ist mir jedes Mittel recht. Mir ist es egal, ob diese Kräfte durch die Interaktion mit solch Trainern oder durch einen rücksichtslosen Ansatz wie dem von Team Plasma entfaltet werden. Selbst wenn dadurch die Welt zugrunde gerichtet wurde. Ich muss sehr typisch krank. War davon mal abgesehen. Ich habe in der gesamten einer Region gegen zahlreiche Pokémon-Trainer gekämpft, um zu sehen, ob einer die Begabung hat, die Kräfte seiner Pokémon freizusetzen. In dieser Hinsicht hast du großes Potenzial gezeigt. Berate mir, ob du die Antwort auf meine Frage kennst. Wenn du bereit bist, greif mich an. Ja. Den Kampf machen wir noch in diesem Part und danach ist der Part vorbei. Will ich euch gleich sagen. So, falls ich irgendwen hier einwechseln muss, wie auch immer, mal kurz unsere Pokémon heilen. Und Trank für René. Aber wir greifen als erstes mit Luke an, weil ich möchte Luke auf Level 50 haben. Wegen seiner Entwicklung. Ich möchte ihn endlich entwickeln. Leider weiß ich nicht, wann er sich entwickelt. Sieht so aus, als wärst du bereit. Dann lass uns beginnen. Ein Kampf gegen Akromos. Wow, interessantes Intro für den Kampf. Und interessante Musik. Und ja, er gehört zu Team Plasma. 5 Pokémon. Ach du Scheiße, und wir müssen gleich Luke auswechseln, weil Magneton. Da haben wir keine gute Attacken gegen. Generell müssen wir dazu Finn wechseln. Gut, dass ich nochmal unsere Pokémon geheilt habe. Du kannst da am meisten ausrichten. Okay, Triplett hat keine Wirkung. Sehr schön. Volt wechseln. Okay, er wechselt direkt. Leider greift er als erstes an. Zu wem wechselt er? Ui, macht sehr, sehr viel Schaden. Metern. Na gut, so großen Unterschied macht es jetzt nicht. Da ist auch wohl auch Feuer sehr effektiv. Aber gut. Das war eher dumm von ihm. Klicke die Klack. Dann noch ein Stahl-Pokémon. Allerdings möchte ich mal kurz den heilen. Oh. Sieht schon bedrohlich aus. Überdrang. Donnerblitz. Ja. Macht bestimmt sehr, sehr viel. Obwohl, geht eigentlich. Ich hätte es schlimmer erwartet. Gerade weil Voltwechsel auch so stark war. Er setzt nochmal Donnerblitz ein. Ja gut, Finn wird dementsprechend wenig KP haben. Aber wir greifen mit Hitzewelle an. Und somit viel Schaden. Auf Level 52 ist er. Puh. Wir setzen noch einen Hypertrank ein. Weil das Klicke die Klack ist fast besiegt. Und wir halt auch. Oh, er setzt eine Top-Genesung ein. Okay. Nochmal ein neuer Reset sozusagen. Ich versuche mal folgendes. Inferno. Es ist sehr. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass es trifft, aber wir versuchen es nochmal. Inferno ist eine sehr, sehr starke Attacke. Ah, er wehrt es zweimal ab, Mann. Das ist jetzt bitter, aber ich habe damit gerechnet. Ich setze den letzten Hypertrank ein. Nochmal mache ich das jetzt hier nicht mit. Okay, er setzt eine Stahlattacke an, die jetzt nicht so viel Schaden macht, aber die kann öfters
Angreifen. Okay, zweimal getroffen. Komm. Inferno jetzt hier. Okay, Donnerblitz. Blitz auch, dass er das angreift. Ach Mann! Ich wechsle. Zu. Er hat Schwebe bestimmt. Da kann ich mit Michelle nicht angreifen. Das ist sehr, sehr doof. Komm, René, du. Mann. Ich wollte jetzt hier mal stylisch mit Inferno, aber naja. Gut, das macht jetzt irgendwie kack. Obwohl, das macht mehr Schaden als gedacht. Puh. Harter Gegner. Fußkick. Wir greifen als erstes an. Wunderbar. Gangwechsel. Was ist das für eine Attacke? Initiative und Angriff steigt. Ja, er wird als erstes angreifen. Gigastoß ist eine normale Attacke, nicht sehr effektiv. Aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Schaden. Aber nicht genug. Das, also, ein Glück nicht genug. Puh, harter Gegner. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Level 49 für Finn. Sehr schön. So, Magnetzone. Jetzt kommen weitere Monster. Der hat auch Schwebe. Die haben alle Schwebe. Ich muss diese Runde opfern, um Finns oder jemanden opfern, um Finn zu heilen. Komm du, Nico. Und du. Ich muss Finn heilen. Dass auch alle das Schwebe haben und Elektro, Stahl alle auch. Wir brauchen halt Finn. Schade, dass er noch nicht die Entwicklung hat. Donnerwelle, okay. Wir können nochmal mit Finn angreifen. Ich habe trotzdem den Plan, Finn aufzuopfern. Wir können mit Finn kaum was machen. Was wir machen werden, ist Truppträne einsetzen. Lichtkanone. Sehr stark. Ich hätte auch gerne Lichtkanone für René. Okay, es hat Finn nicht umgehauen. Aber leider hat die Paralyse gewirkt. Komm, Finn, du kannst wenigstens einmal Truppträne einsetzen. Senk die Spezialverteidigung des Gegners und das wäre für Finn halt sehr, sehr gut. Möchte ich doch mal probieren. Vielleicht setzt er irgendwas anderes ein, aber ja, er setzt was anderes ein, aber siegt leider Nico. Aber wir haben nochmal einen Neustart sozusagen mit Finn. Spezialverteidigung von der Magnetzone ist weg. Das heißt, Hitzewelle sollte einmal. Also eine Attacke sollte ausreichen, das zu besiegen. Zumal weil. Och nein! Wie viel Pech haben wir denn? Wie viel Pech haben wir? Das ist ja schon unnormal. Ja, toll. Ich kann jetzt mit Finn nichts machen. Ja, weil wir jetzt so ein Pech hatten. Ja, natürlich noch paralysiert. Ach Mann! Komm du, Luke. Komm du in den Kampf. Wir setzen gleich, glaube ich, eine Top-Genesung für Finn. Für Finn. Mit Luke haben wir ein paar Runden Zeit. Obwohl. Ach toll. War natürlich ein Volltreffer. Na, noch Paralyse. Wie viel Pech kann man denn haben? Top-Genesung haben wir zwei Stück. Normalerweise wollte ich so früh im Spielverlauf noch keine Top-Genesung einsetzen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt dementsprechend auch Finn natürlich auch aufopfern. Aber naja, was soll ich machen? Tut mir leid, Luke. Komm, Finn. Jetzt auf ein neues. Hitzewelle muss sowas umtreffen. Ja, sehr schön. Das Magnetzone ist weg. Aber ich glaube, es kommt noch ein Gegner oder so. Robustheit! Es kommen noch zwei weitere Pokémon. Und er setzt ausgerechnet Lichtkanone ein. Ich muss Michelle auch aufopfern. Wir können mit unserem Pokémon nichts machen. Das scheiß Magnetzone hat Schwebe.
habe eben überlegt, ob ich lieber mit Michelle angreifen soll, aber sie wird langsamer sein. So, ich mache Gegenstoß. Der hat nur noch 1 KP. Weil ich möchte jetzt nicht die letzten 2 AP von Hitzewelle verbrauchen. Oh, noch 2 Pokémon, ey. Was werden das für welche sein? Wir hatten ja schon 1 gesehen. Wieder EP. Megalon hatten wir ja schon gesehen. Wir kämpfen mit Finn weiter. Ne, hatten wir nicht. Das ist auch vom Typ Geist. Na toll, jetzt haben wir auch hier jemanden. Der eine sehr effektive Attacke gegen Finn hat. Megalon. Möchte mal kurz schauen, ist er wirklich vom Typ. Nee, Psycho ist er. Okay, ich mache nochmal einen Hypertrank. Wir haben nur noch 3 Stück. Ich möchte den Kampf auf keinen Fall verlieren. Psycho, aber der hat bestimmt eine Geistattacke, oder? Energieball? Was? Trotzdem viel Schaden. Okay, wenn er vom Typ Psycho ist, wusste ich nicht. Spukball. So, wir sind sogar schneller. Oh, und ich dachte, jetzt kommt hier noch unten Klopper. Psychokinese, ja, kannst du ruhig machen. Was? Wie viel Schaden macht denn das? Na toll, jetzt ist Finn besiegt. Wir haben jetzt noch Jonas. Komm, Laubklinge. Wir gehen aufs Ganze. Sehr schön. Was? Das Pokémon vom ersten. Das erste Pokémon war ja noch Magneton. Ach, Jonas, das schaffst du bitte. Das ist kein harter Gegner. Setz mal einmal einrollen ein. Stärkt, glaube ich, Verteidigung und Angriff, oder? Was steckt da nochmal? Angriff, Verteidigung und Genauigkeit. Donnerwelle. Ja, das geht's natürlich klug an. Aber wenn der Funkensprung oder so einsetzt, ja, haben wir jetzt einen Verteidigungsboost. Ich kann ohne. Wie viel Schaden macht das bei Jonas? Zu viel. Viel zu viel. Natürlich ein Volltreffer, natürlich. Scheiße, ey. Wir haben 4 Top-Beleber. Wir setzen ein. Wir finden. Tut mir leid, Jonas, ich muss dich auch aufopfern. Der setzt Triplette nur ein. Hätte ich natürlich auch. Ach, egal. Egal. Bringen wir es hinter uns. Es war mal wieder ein überlanger Part. Gerade zum Abend. Das passt mir überhaupt nicht sozusagen, aber. Dann muss ich durch. Ja, Volt wechselt. Das hat vorhin. Bin schon fast gekillt. Aber er kann natürlich jetzt nicht wechseln. Okay, gut. Das Magneton ist hoffentlich besiegt. 33 Minuten der Part. Ach du heilige Scheiße. Und das ist am Abend. Ich wollte eigentlich schon längst im Bett sein. Gut, dass ich morgen länger schlafen kann. Puh. Gut, wie es dann hier weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Ich bin sehr gespannt, was hier raus wird. Was überhaupt mit der Chromas los ist. So bescheuert wie es. Nee. Bis dahin und ciao.